Moin Leute, ihr habt euch einen Trockentauchanzug gekauft, dass es euch endlich wärmer ist, ihr länger tauchen könnt, beendet aber jetzt den Tauchgang, weil ihr aufs Klo müsst. Ich kenne selber aus dem Wasser Tango getanzt, um endlich aufs Klo zu kommen. Ich hatte die Schnauze voll. Deswegen ein Pinkelventil. Darüber sprechen wir heute. Pinkelventile, eine super Erfindung. Würde es die noch nicht geben, hätte ich sie bestimmt erfunden. Aber bevor es Pinkelventile gab, hat man lange Windeln verwendet. Ihr könnt euch aber vorstellen, was das für eine Sauerei ist und macht einfach keinen Spaß. Deswegen ist ein Pinkelventil die bessere Variante. Wie sieht sowas überhaupt aus? Das habe ich hier. Der Schlauch im Anzug. Mit dem hinteren Teil ab hier sozusagen außerhalb des Anzugs. Darauf achten, dass ihr ein balanciertes Ventil nehmt, dass nur Wasser rauskommt, aber nichts rein und kein Unterdruck entsteht. Während den Tauchgängen habt ihr das Ganze geschlossen, könnt es aber auch offen tragen, wenn es angeschlossen ist. Solltet ihr es nicht angeschlossen haben, lässt es einfach zu. Ihr habt nicht die Gefahr, dass Wasser reinkommen kann. Ja, jetzt die Frage. Ja, wie soll ich da jetzt den Wasserhahn rankriegen? Nun gibt es verschiedene Optionen. Beim Mann etwas anders wie bei der Dame. Fangen wir mit den Männern an. Dafür brauchen wir ein Pinkelkondom. So ein Pinkelkondom hat vorne eine Öffnung. Deshalb Männer auf gar keinen Fall verwechseln, weil sonst müsst ihr bald Windeln anziehen, aber nicht an euch, sondern an eurem Baby. Deshalb immer darauf achten, die Passform. Wie finde ich die Passform heraus? Denn es gibt ja große Bananen, es gibt kleine Bananen, deshalb auch verschiedene Größen an Pinkelventilen. Ihr könnt einfach so eine nette Schablone hier verwenden. Mit der Schablone könnt ihr einfach gucken, welcher passt. Auch da sage ich euch, nicht schummeln, seid ehrlich mit euch, weil sonst geht es einfach in die Hose. Und das macht auch keinen Spaß. Ja, das heißt, wir haben unser Pinkelventil. Wie ziehe ich die ganze Sache an? Hier gut rüberstülpen und dann abrollen. Wichtig ist beim Abrollen, dass es wirklich komplett abgerollt ist und auch gut angedrückt ist, weil ab der zweiten Abrollung ist eine gute Klebefläche und es sitzt richtig fest. Damit könnt ihr jetzt an euer Pinkelventil und könnt endlich Wasser lassen. Um während den Tauchgängen das wieder abzustöpseln, ohne große Sauerei, empfehle ich euch so einen Connector. Wie funktioniert dieser? Ihr habt hier wieder eure Banane mit dem Pinkelkondom, habt hier das eine Ende, steckt es hier ran. Hier sitzt der zweite und ihr könnt es ganz einfach zusammenstecken und lösen, ohne so ein kräftiges Ziehen, dass überall alles rumspritzt. Auch das werden die Frauen auch brauchen. Investiert das Geld und holt euch auch noch so einen Connector. Wir haben über die Frauen gesprochen. Wie machen es die Frauen? Ich selber kann leider nicht aus Erfahrungswerten reden. Na leider, weiß ich nicht. Aber ich habe mit vielen Frauen darüber gesprochen, habe mir das Ganze erklären lassen, um euch ein bisschen darüber zu zeigen, wie es funktioniert. Das, was ich euch nicht erzählen kann, ihr habt vielleicht ein paar Fragen, wo ihr nicht mit einem Mann drüber sprechen wollt, gibt es eine coole Facebook-Gruppe, die Sheepy Divers, oder auf der Seite von Sheepy gibt es ein paar Bereiche, wo man vielleicht Fragen hinschicken kann. Empfiehlt sich gut. Wie sieht sowas aus? Das ist das Sheepy. Der Vorteil zum Mann, ich muss nicht immer Neues kaufen, das kann ich immer wieder verwenden. Dafür brauche ich einen Kleber. Gibt zwei Arten, einen Sprühkleber oder einen zum Streichen. Mir persönlich wurde erzählt, dass es besser ist, einen zum Pinseln zu nehmen, weil der einfach besser hält. Man kann es zusätzlich auch noch abtapen. Auch da, ganz, ganz wichtig, so wie Männer oder Frauen, gut rasiert sein, weil spätestens danach seid ihr rasiert. Achtet darauf, komplett rasiert zu sein.
Hier den Kleber vollflächig auftragen und dann ran das gute Stück. Auch da bisschen ausprobieren, aber die Mädels, mit denen ich tauchen gehe, sind teilweise schneller als ich. Nach dem Tauchen gibt es so eine Reinigungs- und Desinfiziertücher, kann man das Ganze wieder reinigen und das nächste Mal wieder verwenden. Also auch schön, dass es was für euch Frauen gibt, nicht nur für uns Männer. Und vor allem der Vorteil, ihr könnt danach auch im Stehen pinkeln. Sehr gute Sache, aber nicht so wichtig. Ganz wichtig aber noch, nach eurem Tauchgang, nehmt die kleine Flasche, spült hier nochmal frisches Wasser durch, dass auch das ganze Pinkelventil gereinigt ist. Auch da, beim Pinkelventil, gibt es verschiedene Hersteller. Es gibt sie zum Einkleben, es gibt sie zum Verschrauben. Zum Beispiel so eins wie hier von Hälschen wird Aquaschur mitgeliefert zum Einkleben. Ich persönlich würde es mit Silikon einkleben, dann bekommt ihr es auch mal wieder raus, wenn mal irgendwas ist oder ihr es reinigen müsst. Ja, jetzt ist es soweit. Ihr wollt noch wissen, wo sitzt das ganze Ding überhaupt? Zeige ich euch kurz an meinem Kumpel Tobi, den kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Wir gehen mal zu ihm. Herr Tobi, vielen Dank, dass du wieder dabei bist, dass wir an dir zeigen können, wie man so ein Pinkelventil, wo es eigentlich hinkommt. Das Ganze sitzt hier am Oberschenkel, so, dass man das Pinkelventil hier sitzen hat und zum Bogen läuft. Für Tobi auch mit Sheepy, dass das Ganze sitzt. Okay, so soll das Ganze sitzen. Das geht von außen durch den Unterzieher durch und wird dann angesetzt bei Weiblein oder Herren. Tobi, vielen Dank für deinen Einsatz. Mach uns nochmal so ein geniales Tschüss. Danke dir. Weiter geht's. Ja, wir sind zurück. Nur noch eins gibt's zu sagen. Habt ihr vielleicht Videos, worüber ich diskutieren soll, übers Tauchen, was Besonderes erzählen soll? Oder vielleicht nochmal über Bananen? Nein, natürlich nur Tauchvideos. Dann schreibt mir einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vielen Dank!